Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer neuen Folge Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem DNR. Hallo Junge! Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut unbedingt rein, Leute, denn wir starten hier gerade nach, ich weiß gar nicht, haben wir jemals schon mal arg in einem geschlossenen Raum jetzt in der zweiten Staffel gestartet? Nee, noch nie, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist echt die erste Folge, die wir in einem geschlossenen Raum hier, warte mal, jetzt... Also in 2.0 nicht, im alten Dizzy vs. Dinos, ja. Ja, da auf jeden Fall, aber 2.0 noch nicht. Warte mal, ich muss gerade mal jetzt hier Türen zu machen, Fenster zu machen. So, ein geschlossener Raum, Leute, wir sind sicher... Oh, fehlt hier noch ein Fenster? Oh, ja, ein Fenster fehlt noch, tatsächlich. Hallöchen, weil es das Lieferantenfenster. Ja, das ist Lieferantenfenster, Leute, das ist auf jeden Fall noch offen. Aber an sich ist das mehr oder weniger ein geschlossener Raum. Das heißt, hier sind wir eigentlich vor allem sicher, oder? Gibt es irgendeinen Dino, der Stein kaputt machen kann? Ja, es gibt den, aber nichts, was hier, glaube ich, gerade ist. Aber es gibt auch diese Dinos wie, weißt du, was war noch der krasseste Dino, den wir in irgendwie Special-Folge jetzt bauen oder so? Giganoto. Giganoto, genau. Giganoto. Ich glaube, der kann auf jeden Fall durch Stein durch, ja. Oder was auch durch. Ist Aberration? Ich glaube es nicht. Glaubst du nicht, ne? Also Leute, heute machen wir uns mal auf den Weg, nachdem wir diese wunderschöne Base hier gebaut haben, wie ihr hier so nochmal von außen sehen könnt, Leute. Die ist, also wenn die nicht schön ist, dann weiß ich es auch nicht. Sieht man hier hinten an dem Dach auf jeden Fall nochmal. Ist auf jeden Fall sicher, da kann uns nichts passieren. Wollen wir heute nochmal gucken, dass wir auch eine gute Anbindung haben, Leute. Ihr wisst ja, ne, Immobilien und so weiter, immer wichtig, auch eine gute Anbindung. Die gute Lage, Arbeit, ja. Genau, oh, Autobahnanbindung und so weiter und so fort. Wie bitte, was, wer? Wo? Oh, ja, Löchen, na du. Ich bist du denn, na du? Was bist du denn für einer? Wer bist du denn eigentlich? Wo kommst du denn auf einmal hier? Auf einmal ein lieber Nachbar hier, der erste Nachbar, ne? Nachbarschaft auf jeden Fall bei Immobilien auch mal so eine sehr wichtige Angelegenheit. Aber Leute, was halt noch nicht so ganz passt, ist halt wie gesagt die Anbindung, Leute. Und wenn man jetzt hier mal nach oben guckt, dann sieht man, dass diese riesige Wurzel, die sich durch dieses ganze Biom hier streckt, eigentlich auch direkt über uns ist. Und Leute, es wäre eigentlich cool, wenn wir wie bei unserer alten Base auch irgendwie eine Verbindung schaffen würden zum grünen Biom. Denn man kann einmal da vorne, ich habe leider kein Fernrohr, aber ihr könnt es ja sehen, da ganz vorne ist der Wasserfall, Leute. Da, wo wir runtergesprungen sind. Und der ist natürlich auch verbunden mit dieser riesigen Wurzel hier. Und da vorne auf der linken Seite, da ganz hinten, geht es auch nochmal raus ins grüne Biom. Und deswegen wäre es, glaube ich, richtig cool, wenn wir eine coole Anbindung haben würden in Form dieser Wurzel hier. Deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns gleich nochmal Renate natürlich. Renate, hallo Renate. Und den Ralf, Rolf, wie auch immer. Und, aber warte. Also, Herr I-Doppel-Z-I, ja? Ja, warte, ja, ja, hallo. Also, pass mal auf, guck mal hier. Ja. Und... Das ist so hier, ihr Hallöchen, na du. Ach, das, guck mal hier, Hast du es gesehen? Du kannst den, ne? Was kann man? Ich weiß auch nicht, aber du kannst den streicheln. Ich habe den gerade gestreichelt. Hast du ihn gestreichelt? Ja. Hä, Optionen, Namen ändern, sterilisieren, das wollen wir natürlich nicht sterilisieren. Freilassen. Den konnte man gerade streicheln, 100%. Der gehört jetzt zu uns. Deaktiviere aussammeln, ich weiß nicht, was du meinst. Aber damit, oh man, der hat ein Level-Up, ne? Das wird hier, wurde das schon immer oben über dem Dino angezeigt, dass der Level-Up hat? Wahrscheinlich schon, ne? Sieht irgendwie komisch aus, ne? Voll krass, aber es sieht irgendwie so groß aus. Aber irgendwie hat er auch kein Level-Up. Guck mal, wenn er drauf geht, kann man den nicht hochleveln. Warum ist das da oben drüber? Ist das normal? Wie nennen wir den überhaupt? Das sieht auf jeden Fall anders aus, ne? Ich weiß nicht. Guck mal, der folgt dir auch, ohne dass es eigentlich doch der Folge ist. Du hast eingestellt. Ja, deswegen, das wollte ich machen. Ich wollte ihn hier so schön reinschauen. Ein neuer Bewohner. Ich weiß aber nicht, was der kann. Hey, guck mal, die anderen haben jetzt die Zeichen auch drüber. Ich weiß, warum das da ist. Ach, der gibt den Bonus, oder? Ja, der gibt den Level-Bonus. Deswegen wird das auf einmal angezeigt. Jetzt haben die anderen das nämlich auch drüber. Nice, das ist stark, das ist sehr gut. Das ist aber echt gut, dass wir den jetzt hier haben. Dann gibt er den Level-Bonus und immer wenn wir in der Umgebung was machen, dann kriegen die doch eigentlich auch was davon ab, oder? Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Also, ich würde sagen, wir schnappen uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal Renate und den Ralf. Und kannst du gerade nochmal... Das passiert nur, wenn man die streichelt und ich habe den ja gestreichelt. Ah, okay. Das geht nicht automatisch. Nee. Wir machen erstmal nochmal die Tür zu auf jeden Fall. Kannst du gerade nochmal diese Ankerpunkte, diese Seildingsbums-Dingser da noch machen? Das Problem ist die Kosten, ne? Also da brauchen wir nochmal tatsächlich... Haben wir aber eigentlich alles von am Start. Pilzholz und Steinpfeile. Achso, Pilzholz. Muss explizit Pilzholz sein? Es muss explizit Pilzholz sein, damit man das nicht auf anderen Servern gleich machen kann, ist das, glaube ich, der Punkt. Ah. Pilzholz und ein paar Pfeile brauchen wir noch. Gut, Pfeile und so habe ich richtig viele im Inventar. Ja, dann kannst du ruhig mal welche noch ein paar reinpacken. Dann kann ich die da reinpacken. Und dann müssen wir einfach nur hier vorne, ist ja überall Pilzholz, also das ist ja eigentlich kein Problem. Okay, da hole ich direkt mal was für dich, okay? Ich komme direkt mal mit. Licht hast du an, ne? Licht habe ich an, ja. Ich passe nur auf, dass der Rock Drake irgendwie jetzt hier am Start kommt. Ja. Oder irgendwelche andere Scheiße.
Ja, das bisschen reicht eigentlich schon. Ja, reicht schon. Gut, dann machen wir es mal lieber wieder ja, auf den Weg zurück. Baller dein Stuff da auch nochmal dazu, weißt du? Wieso bist du so schnell? Holy shit. Ah, krass, ich bin, ne? Du bist wahrscheinlich zu schwer. Ich bin zu schwer mal wieder. So, Pilzsalz ist drin, ne? Pfeile sind auch drin. Wedge kann ich dir auch noch reintun. Weiß ja nicht, was du noch alles so brauchen tust, ne? Na, danke. Trink mal ein Schlückchen hier. Das kommt. Gönn dir auch. Gönn dir. Oh, lecker der Fencheltee, Alter. Der ballert heute auch wieder. Oh, mein Gott. Sehr schön, sehr schön. Also muss das auch sein. Okay. Also, perfekt. Dann kann ich jetzt hier Waffen, Munition und dann mache ich doch mal direkt ein paar. Hast du gerade was gemacht? Ja, ich habe gerade meine Axt repariert. Axt, genau. Meine Crossbow habe ich repariert. Ja, dann bin ich auch gerade mal hier direkt am Axt, aber kann man bei den Dings eigentlich auch mal reparieren, theoretisch. Aber da fehlt uns dann wieder ein bisschen Leder. Stimmt. Wir haben extremes Lederproblem, Leute. Sonst hätte ich jetzt auch schon den Ofen gemacht. Wir müssen Sachen töten. Aber wir brauchen unbedingt Leder. Das heißt, wir müssen unbedingt was killen, damit wir auch den Ofen wieder haben. Und das vereint sich aber ganz gut mit dem Plan, dass wir uns nämlich jetzt mal auf den Weg machen. Der DNR macht jetzt auf jeden Fall noch ein paar von diesen Ankerpunkten. Oh ja, wir haben leider doch nur 4 Stück leider und 2 werden verbraucht. Also wir brauchen mehr Pilzholz. Das ist gerade unsere ärgste Sorge. Ja, wobei 4 Stück eigentlich auch schon klar gehen. Ich gehe aber gerade nochmal und hole noch ein bisschen Pilzholz. 2 kriegen wir auf jeden Fall hier noch relativ flott. Wie viel Pilzholz brauchst du? Also man braucht pro Ankerpunkt braucht man halt schon 15, wenn ich das hier richtig sehe. Ich komme jetzt nochmal mit knapp 30 Pilzholz zurück. 8 Pilzholz braucht man pro Stück. Ja, dann komme ich jetzt nochmal zurück. 30, da passt ja dann nochmal, ne? Ja, da kann man nochmal... So, die reichen dann. Ups. 4 machen könnte man. Ja, das reicht locker, oder? Dann packe ich dir die hier eben rein. Dann mache ich nämlich schon mal die Dinos bereit. Nee, es hat nur für 3 gereicht, leider, weil jetzt fehlt es uns leider an Pilzholz und an Fasern tatsächlich. Ja, okay. Ja, okay, Fasern haben wir, glaube ich, eh noch. 6 Pilzholz fehlen halt, aber es haben halt nur 7. Also einen, aber soll ich nochmal gucken, oder? Willst du noch so viel machen? Ja, nur einen nochmal dran, ne? Na gut, dann mach das nochmal. Ich stelle die gerade hier schon mal bereit und mache hier die Bude auf jeden Fall auch nochmal zu. Und dann können wir nämlich auch schon mal gucken, Leute. Denn ich war, glaube ich, in irgendeiner Folge, oder oben ist auch Pilzholz, war ich schon mal auf dieser Wurzel drauf. Also ich war da schon mal öfter drauf. Aber ich glaube, ich bin auch einmal irgendwie drauf gelaufen. Ich vermute... Bist du definitiv, ja. Dass da oben... Siehst du, da ist nochmal so eine Art Steinbrücke da oben. Ich vermute, dass man da von dort aus auch auf die Wurzel drauflaufen kann. Ist die Frage, ob wir da hochkommen, ob wir da hochklettern, ob wir da vorne vielleicht auch noch einen Weg machen. Ich sehe nämlich gerade nicht mehr den Rock Drake. Die letzte Folge war ja da vorne. Wir müssen eine Sache unbedingt nochmal, wir müssen das Haus noch einfärben irgendwann. Ja, das müssen wir auch noch. Ist jetzt nicht Prio 1, aber grundsätzlich kann man das mal machen. Dort, das sieht cool aus. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Aber erstmal würde ich gerne da hoch, weil das könnte ich mir vorstellen, ist schon mal ganz wichtig, dass wir vielleicht da sogar den ersten Schuss setzen. Wir haben jetzt 9. Da oben. 9? Ja. Okay, das ist ganz geilo. Dann wäre es ganz cool, wenn du jetzt, gib mir ruhig auch mal irgendwie so die Hälfte davon ab oder so. Ich habe, glaube ich, schon einen Plan. Ja, kannst du holen. Stecken hier drin. Geilo, hab 5. Geilo, Milo. Dann packe ich das nämlich jetzt mal direkt hier drauf. So, kommst du mit? Ich komm mit. Ja, ja, ich denke schon. Ja. Das Geile ist nämlich, wir können das jetzt schießen und einfach instant benutzen. Denn wir können einfach mit den Revengern hochlaufen. Stimmt, wir haben mittlerweile auch diesen Motor, ne? Ja, den müssen wir noch bauen. Aber der braucht aber auch Gasolin, also wir haben noch kein Holz. Ja, okay, dann machen wir das noch nicht. Wir haben ja unseren Revenger gerade am Start. Ich habe ein bisschen Schiss, hier war immer der Rock Drake die letzten Folgen. Ja, der muss irgendwo weggeklettert sein, oder? Weil ich sehe den nicht mehr. Ich sehe den nämlich auch nicht mehr. Und ich habe sehr dolle Hunger auch, aber ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich habe auf jeden Fall Fleisch noch ein bisschen am Start. Ja, wenn du mir das geben kannst, wäre mega gut, weil ich bin echt am Verhungern. Hast du nichts im Lagerfeuer mehr drin? Nee, gar nicht. Ich habe geguckt, da ist nichts drin. Okay. Ich glaube, wir machen hier eine Verbindung. Oder laufen wir durch? Ah, wir können auch einfach außen rumlaufen. Ich überlege nämlich gerade da hoch noch so ein Teil zu schießen. Aber eigentlich nachher wahrscheinlich eher unnötig. Das ist jetzt nur, um hochzugehen. Wenn wir nachher da eine geilere Verbindung machen, dann brauchen wir es nicht mehr. Das stimmt. Okay. Ja, ich hab voll den Plan, DNR. Ich hab voll den Plan. Willst du Fleisch? Ja. Dann baller ich das nämlich hier rein. So, ist in meinem Dino drin. Nicht, dass der es isst. Der hat's gegessen, ne? Echt? Ja, weil er hatte kein einziges Essen mehr. Er hat alles aufgegessen. Scheiße, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Boah, wie lange wir schon kein Fleisch mehr gegessen haben. Ja, okay, ja, wir müssen langsam echt los. Ja, wir müssen was töten, Alter. Okay, dann lass uns aber trotzdem die Augen aufbehalten. Ich habe einen Plan, Herr DNR. Ich habe einen Plan. Okay. Aber trotzdem Augen aufbehalten, weil hier war der Rock Drake letzte Mal. Ja, ja. Ey, wenn er kommt, gerade nix. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Da hinten links ist auf jeden Fall einer. Okay, ich würde eigentlich gerne hier durch.
Na, kannst ja springen. Okay, wie sieht's hier aus? Sieht's hier safe aus? Hier sieht's noch safe aus. Mhm, hier ist ja, auch ganz cool, hier ist so eine kleine Lichtung. Rock Track davon, davon ist links. Boah, da oh, kommen wir nicht durch. Ist, meinst du nicht? Nee. Boah, der kommt zurück, glaube ich. Das. Du oh, weißt, wenn ja, er uns der einmal ist schon hat. Weit, siehst du das? Wenn er uns einmal hat, der wird uns locker töten. Komm mal hier hoch? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na schnell zurück, Gizzy. Oh, komm mal hier nicht irgendwo hoch, das wäre geilo. Glaub nicht. Oh Gott, wenn der Rock Track kommt. Oh. Ist da vorne? Siehst du? Oh Gott, da ist er, ja. Okay, okay, ich komm zurück. Ich komm hier waren zurück. Namenlose, namenlose, namenlose. Ja, 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 ja. Das ist, weil du kein Licht an hast. Ja. Hä, was hast passiert denn mit dem, Alter? Ja, übelst weggekickt. Ah, oh, sonst müssen wir vielleicht doch so eine Verbindung machen. Dann machen okay, wir das ja einfach. Das ist ja eigentlich nicht so. Also, so teuer sind die Dinger ja auch eigentlich nicht, ne? Nee, das kann man schon mal probieren. Okay, dann probieren wir das aus. Pause, hier war irgendwo der Rock Track, ne? Ich meine, der kann immer noch irgendwo festbacken und dann hochkommen. Ja, ich habe eigentlich überlegt, von hier. Irgendwas greift uns an. Echt? Ja, Namenlose, komm. Achso, das ist wieder, weil du kein Licht an hast. Mach mal dein Licht an. Ja, okay. Hallo, Nami. Na du, bist du vielleicht ein Tsunami-Loser? So, bam! Dann haben wir auch direkt wieder Leder eigentlich. Ja, ich baue das mal so ab, wir werden eh noch viel töten. Okay. Dann lass mal vielleicht versuchen, von hier eine Verbindung zu schießen. Ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal. Na gut, wie du meinst, wie du meinst. Okay, okay, okay. Wenn wir das da oben hinschießen würden, ist die ich Frage... auf jeden Fall, die fallen irgendwann wieder runter, ne? Ja, warte, ich versuch's, glaube ich, so. Ich versuch's so. Ey, wo schießt du hin? Schieß an den Baum da oben. Ja, ja wollte ich eigentlich, ich bin zu weit unten. Kann ich sie da zurückholen? Ja, wenn du auf eine andere Taste drückst, also 3 oder so, also irgendeine andere Schnellballtaste. Jetzt habe ich es aber nicht wiederbekommen, oder? Aber ist auch nicht weg, oder? Ich weiß nicht so genau, ich habe jetzt noch 5. Nee, ich hatte auch eben 5, hast recht. Ja. Da oben, glaube ich. Mal gucken, wie weit es fällt. Nee, ist weg. Scheiße. Ja, wenn es zu weit da oben ist, da ist auch ein Rock Drake. Da können wir eh nicht hin. Scheiße, der war doch eben noch nicht da. Okay, das ist Schicksal, glaube ich. Können wir denn hier irgendwo hoch? Nee, das sieht auch gefährlich aus. Scheiße, jetzt ist da auf einmal der Rock Drake. Ich glaube es nicht. Können wir nicht auf den hier hoch und von da aus noch weiter? Diesen großen Stein? Das bringt nicht viel, ne? Nee, ich glaube, das bringt nicht viel. Also, ich weiß es nicht. Kann nicht, ne? Kommt man von da, da kommt man nicht irgendwie geil hoch. Wir oder? Haben halt nicht so super. Oh, der Rock Drake kommt nah. Kommt der runter? Ja, der kommt runter. Oh, oh. Dann komm, lass in die Richtung. Kann man nicht hier von der Brücke aus irgendwie so hochschießen? Ich glaube, von unten hochzuschießen ist halt schwierig. Dann schießt du halt unten dagegen und dann bist du da oben und dann kommst du aber nicht drauf. Das ist so das, was ich halt glaube. Wir können jetzt auch einen Rock Drake oder kommt nicht her? Oh, warte mal, da oben vielleicht. Da, auf das Ding da oben rauf. Ja, ja, eben, eben. Aber ich eben. Wette, das ist wieder viel zu hoch, oder? Das ist jetzt viel zu weit, dann ist das Ding wieder weg. Na komm. Soll ich probieren? Doppel-Z, probieren Sie Ihr Glück. Okay. Ja! Hä? Nee, das ist weggegangen. Oh, hey, aber es hat's berührt, ne? Ja, das war, muss richtig knapp gewesen sein. Ja, ihr habt auch gesehen, wie es berührt hat. Oh, ich probier nochmal. Oh Gott. Komm doch. Komm, bitte, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm! Nee. Nee. Das ist einfach irgendwie nicht ansatzweise so anscheinend. Wie viele hast du davon noch mit? 5, nee, 4 habe ich, glaube ich. Okay, das ist ja immerhin etwas. Oh Mann! Soll ich probieren? Aber nicht da hoch, weil da hoch klappt's nicht. Du hast echt schon den nächsten Punkt genommen. Ja, wenn du da irgendwo hochschießt, dann landen wir da nicht drauf, glaube ich. Glaubst du? Ja. Wo landen wir dann, wenn wir dann runterfallen? Oh, da unten wohl nee, gerade. Nee, das ist keine gute Idee. Mann, da hinten war eigentlich voll geil. Was mit dem blöden Rock Drake? Hast du Licht an? Du hast kein Licht an, ne? Upsi. Na, weil er gerade auflädt. Echt? Ja, aber ich habe auch den Effekt, sehe ich ja. Also ich würde so gerne nochmal hinten gucken. Hinten war eigentlich doch, so geil, oh. Wir müssen hinten hin. Ja, auf der Seite ist nichts, wo man so seitlich hoch kann. Hinten war so geil und der Rock Track. Ach, scheiße, man, der ist immer noch da oben. Mann, ich will unbedingt da hoch. Ich dachte, hier hinter dem Kochen, ob es irgendwas gibt, weißt du, wo man ranschießen kann, wo man dann so ein bisschen. Ja, warte mal, kann man hier auf diesen Riesenstein drauf? Das wäre auch noch eine Option. Oh, nee. Das sieht auch gar nicht gut aus. Ja, weißt du, was ich meine? Nee. Wenn man da halt. Da du bist, glaube ich, gerade wieder weg, oder? Ich bin exakt an derselben Stelle geblieben, einfach. Ja. Ja, wir sind nicht zusammen, ja.
Weil man kann halt so nicht so super weit schießen, ne? Das ist halt auch kacke. Weil ich will da so an die Wurzel schießen, weißt du, dass man dann da runterfällt, auf die nach rechts geht. Hm? Aber das zu treffen ist ja ultra schwer auch. Nee, das glaube ich aber auch nicht. Oh Mann, jetzt gucken wir die ganze Zeit und schießen nicht. Aber die haben es auch echt bewusst schwer gemacht, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Ja. Ah, das ist so flach. Da hinten könnte man sich noch überlegen, da ja, diese eine jetzt Wurzel. Ja, so flach, wie ich jetzt habe. Aber das die ist auch nix. Nicht geil. Ach, jetzt hast du gegengeschossen. Ja, bringt aber nichts. Ja, ich habe sie wiederbekommen und nichts passiert. Ja, ja, du kannst natürlich versuchen, nochmal da oben drüber, ne? Weiter links und da oben in der Ecke. Ja, das, was ich meinte, ja. Aber das war zu weit, glaube ich. Das sieht gar nicht so schlecht. Ja, das ist verloren gegangen. Damn. Ach, scheiße. Mann, warum muss denn jetzt ausgerechnet dieser Rock Drake da oben sein? Ey, ich glaube, das wäre echt die beste Option, wo du gesagt hast. Aber wenn der Rock Drake ist, was soll man da machen? Ich meine, weglocken, sich Nucky Dye machen und weglocken? Na, das kannst du aber natürlich auch machen, aber... Ich will auch trotzdem diese Verbindung schießen. Das sind zwei Rock Drakes. Seid ihr denn komplett gestört? Was ist denn falsch mit euch? Zwei nebeneinander? Ja, ja, stimmt. Das ist wirklich fast unmöglich dann. Ich hätte aber so Bock, ne? Einfach so. Zack. Gibt's auch keine natürlichen, ne? Weg! Das funktioniert einfach nicht! Ohne Scheiß, das funktioniert einfach nicht! Das war überhaupt nicht weit! Ich hab gerade nochmal geschossen. Das war überhaupt nicht weit, es ist einfach weggegangen. Also es kann sein, dass es nah Rates. Genug war, aber an manche Sachen man nicht ranziehen kann. Ich glaube, kann. Das sah für mich nämlich auch so aus, als könnte man nicht gegen den Baum oder so. Ja. Oh Mist, wo können wir denn jetzt hoch? Was, wollen wir einmal auf die andere Seite hier rüber gehen? Ja, eigentlich müssen wir ja jetzt nur einmal hoch, um oben zu sein. Und dann schaffen wir es hoffentlich. Den perfekten runter vielleicht, ja. Genau, dann den perfekten Weg runter zu schaffen. Also das wäre auf jeden Fall so das Ziel. Ach guck mal, da vorne kann man schon hoch. Da rechts ist ein Mega gegen einen... Stimmt. Und da oben ist rechts sogar ein Charge Light, ja. Da kämpft übrigens gerade ein Mega gegen eine Ratte. Ich hab das gesehen, deswegen bin ich hier gerade schnell vorbei. Ja, bei mir hat es leider nicht so gut geklappt. Okay, bin am Start. Okay. Oh Gott, Leute, wir sind wieder auf Wanderschaft. Haha! Vorgedrängelt! Als ob du das Risiko gegangen bist. Oh guck mal, man kann sogar echt sprinten. Ja, ja. Cool, wie es jetzt auch anhört. Oh, da hinten ist Rock Drake. Nicht super weit weg. Tausendfüßler auch. Von hier kann man sogar auf die Wurzel drauf, glaube ich. Okay, aber erstmal Tausendfüßler, glaube ich. Oh, ja, ja, ja. Oh, mir ist Nein! Kalt. Nein! Mir auch! Ich habe aber was im Dino drin. Das kann ich fressen. Ich habe keinen Dino drin. Wir müssen die erst töten. Oder? Okay. Scheiße. Oh, fuck. Sonst kannst du dir aus meinem Dino das rausnehmen. Ja, ich versuch gleich. Kannst du jetzt? Alles tot? Ist alles tot? Ja, ich glaube schon. Nimm's aus meinem Dino raus. Ja. Bei mir ist der Effekt schon weg. Danke. Ja, ich habe extra welche gesammelt und ja, die in den ja, Dino getan, weil da halten die fünfmal länger im Dino. Oh, das ist mega gut. Ich sammle auch nochmal welche. Wo sind die da vorne? Okay, ich habe ja gerade den Effekt, da kann nichts passieren. Ja, stimmt. Ich auch, hast recht. Aber egal, reicht ja eh, wenn einer... Okay, mach das eben auch. Na, du hast ja nicht den... Ah, du hast auch das Werkzeug. Du hast das auch, ne? Ja, ich habe alles am Start. Oh, das ist so stark. Ja, du hast voll recht, die muss man in den Dino tun. Dann halten die halt viel länger. Ja, tut zumindest. Und man sitzt eh drauf und kann dann direkt darauf zugreifen. Jetzt haben wir wieder 40 Stück. Yo, man kann hier einfach hoch. Wir müssen gucken, da vorne ist der Rock Drake, nicht, dass der Stress macht. Oh, wo ist der Rock Drake? In welche Richtung? Oh, guck mal, geilo! Ich meine, echt einfach hoch? Alter, wie das aussieht. Richtig geil. Nice. Und jetzt können wir locker auch zu unserer Base laufen. Hier muss man übelst aufpassen, dass man nicht runterglitscht, weil ich bin hier schon mal gelaufen. Auf einmal aus dem Nichts auf einmal runtergefallen. In welche Richtung ist die alte Base? Ja, ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Wo ist denn der Wasserfall? Hinter uns, oder? Genau hinter uns. Das ist der Wasserfall, stimmt. Ja. Guck mal, hier ist eine Schnecki. Oh, hier sind zwei Schneckis. Oh, wie süß, Alter, wie die hier so rumschnecken. Ja, dann müssen wir doch den hier nehmen, oder? Ich glaube, da, wo ich gerade langlaufe. Ja, hier hoch hätte ich jetzt gedacht, hier. Hm? Also je nachdem, wo du hin willst, aber hierhin geht's zu unserer Base, auf jeden Fall, ich sehe es schon, hier. Stimmt, ja, man kann beide, ja. Ja, ja, stimmt. Aber die kommen nachher zu Ende, zusammen. Aber ja, hier ist auf jeden Fall auch gut. Boah, ist das cool, hier oben lang zu laufen, ne? Das ist echt cool. Ultra nice, Alter. Jetzt kann man wirklich hier einfach hochlaufen. Ach so, du läufst jetzt zur alten Base. Ja, das meinte ich. Wohin wolltest du? Zur neuen Base? Und da dann eine Verbindung schaffen?
Die jetzt ach, an der du, Brücke. Ach, du meinst die Brückenbase? Genau, dass wir nämlich direkt immer hier hoch können. Weißt du, jetzt von hier oben können wir runterschießen. Ja. Und dann können wir auch wirklich hoch und runter laufen, weil von oben runterschießen ist halt viel einfacher. Weil wir dann oben uns den vernünftigen Punkt auch setzen können. Deswegen können wir nämlich jetzt hier langlatschen. Und dann müssten wir da hinten eigentlich zu dieser wieder Brücke verhungern, laufen. Aber irgendwas kann man essen eigentlich, dass man nicht mehr verhungert. Ja, das ist es. Der Aurigpilz. Aurigpilz, dann verhungert man nicht mehr, aber Wasser geht runter. Dann muss man wieder den Wasserpilz essen. Wir haben übrigens so einen neuen Wasserschlauch auch. Oh Gott, hier ist ja übelst. Ja, ich habe noch mein Schimmel aufgebraucht. Oh Gott, hier habe ich übelst Schiss gerade. Hier wird's immer enger. Ach, das ist wie eine GTA-Custom-Map. Super easy. Oh Gott, nee, warte mal, ey, lieber nicht. Aber wo ist jetzt die Base? Ja, ich bin auch gerade am gucken. Da unten, ich sehe sie. Siehst du sie schon? Ja, ich sehe unsere Mauer. Hier und da, wo ich hingucke. Siehst du, wo ich hingucke? Ja. Da unter, du kannst es nicht sehen, weil an der Stelle kannst du es nicht sehen. Ja, ich weiß, aber ich kann die Richtung schon ahnen. Also ah, da unten ist die Brücke, ja. Ne? Ja, ich sehe die Brücke. Ja, kann man von hier aus irgendwie zur Base schießen? Also die schießen kannst du, aber die Frage ist, ob es ankommt von der Entfernung und... Also das ist ja eigentlich am nächsten, der Punkt hier, ne? Komm, hier ist man direkt rüber. Aber das ist die falsche Seite. Ja, aber... Dafür ist es sehr, ist das der schnellste Punkt, um da hochzukommen. Aber man kann auch an die andere Seite. Aber ich meine, macht das so einen Unterschied, wo du da auf der Brücke bist? Ja, das wäre doch ganz geil, wenn man direkt von unserer Base halt hier hoch kann. Warte, ich guck mal, man kommt ja super easy zur anderen Seite. Guck mal, ich bin ja schon fast da. Aber da musst du oben laufen. Also ich meine, da muss man hier den voll komplizierten Weg gehen, anstatt unten einfach den bisschen... Ach so, meinst du? Ja, okay. Oh, nicht, dass ich jetzt hier gerade schon zu weit laufe, aber ich bin gerade... Gott, ich bin fast runtergefallen, weil es gerade geglitscht ist. Ja, da muss man übelst aufpassen. Was ist so ruhig wieder hier? Boah, ich glaube, mein eigener Dino hat gerade den Sound gemacht. Also deswegen würde ich halt eigentlich eher diesen Punkt, den ich meinte, nehmen, weil das sozusagen ein Hub ist, um da von den großen... Okay, dann komme ich jetzt wieder zu dir, dann lass uns das machen. Ja. Bin gerade ein bisschen verwirrt, wie ich am schnellsten wieder zu dir komme. Oh Gott, das ist so eng hier alles, Alter. Uiuiui. Hier, ich bin bei dir. Genau, hier geht's runter, ja. Ach so. Dann gehen wir hier lang wieder, ne? Ja, ja. Dann suchst du wieder den Punkt, du hast dann, glaube ich, die bessere Übersicht. Wie viele Punkte hast du überhaupt noch? Weil ich habe nur noch zwei Schüsse, ne? Ich habe nur noch einen Schuss. Aber das muss ja eigentlich klappen. Also du hast hier gerade irgendwie den Punkt, ne? Ich glaube, hier runter dann direkt. Ich hoffe, dass es halt reicht. Ja, aber das Ding ist, wo schließen wir es an? Weil wenn wir es hier anschließen, hier oben drauf, dann kommen wir trotzdem nicht hoch, weil dann bleiben wir unten. Ja, deswegen braucht man halt den richtigen Blickwinkel irgendwie, dass das passt. Ich muss halt irgendwo an was Erhöhtes ran, aber ich sehe halt nichts Erhöhtes. Weißt du? Man müsste halt selbst sich so einen kleinen Turm bauen. Ja, aber eigentlich... davon ist ja die Base. Ah, jetzt sehe ich sie sogar richtig gut. Aber muss man das wirklich? Weil du kannst ja erst nach unten schießen und den zweiten Punkt kannst du ja hier oben direkt einfach draufsetzen. Ja, aber dann machst du ihn hier oben dran, aber dann geht er durch den Baum durch, weißt du? Weil der geht auf der genauen Fluglinie. Aber geht das nicht, durch, wenn man von unten hochkraxelt und dann springt, dass man trotzdem oben drauf landet? Können es probieren, ne? Oder? Also ich meine, mit den Ravern ist es auf jeden Fall wahrscheinlich einfacher, weil man ist ja dann oben drauf und wenn wir diesen Motor benutzen, dann ist man ja unten drunter. Ja. Guck mal, hier in der Ecke könnte es auch noch ein ganz guter Punkt sein, ne? Ja, der könnte sogar fast noch besser sein. Weil wir da halt daran schießen können, ne? Ja. Soll ich mal probieren? Ja, probier einfach mal. Oh Gott. In welche Richtung fällt man runter vom Dino, wenn man absteigt? Oh Gott. Ich fall runter. Was? Ich bin hier. Was? Siehst du, ich bin hier runtergeglitscht. Wo bist du? Mit dem Lüstrosaurus. Und was? Ja. Mann, was tue ich jetzt, Izzy? Oh Gott, ich hänge auch kacke. Keiner. Du musst jetzt schießen. Okay, aber dann kann ich ihn aber auch nicht oben anbringen. Bringt dann auch nichts. Bist du sicher, dass du nicht oben anbringen kannst? Soll ich probieren? Ich probiere. Ja, probier einfach mal irgendwie. Okay. Aber erst nach unten schießen. Und ja, dann kannst du ja über dich schießen und dann kannst du bestimmt trotzdem noch dran springen. Weißt du, der Radius, wie man mit dem Raver dran springen kann, der ist ja voll groß. Stimmt, das wäre krass. Vielleicht kriegst du es trotzdem, vielleicht hast du sogar die Premium-Position jetzt von da. Ja, nicht wirklich, weil... Versuch einfach mal. Ich sehe nur... Du siehst ja, wo ich bin, ne? Ja, ich sehe nur, dass es halt unten drunter durchgeht, so. Und jetzt, wenn du hier hinschießen würdest, wo ich gerade bin... Wohin? Hier komm, da kann ich nicht, das ist alles rot, leider. Das ist leider alles rot. Echt? Ja. Warum? Also, ja, auch aber wenn das wäre voll gut hier. Ich weiß, aber ist leider alles rot.
Weil du vielleicht blöd stehst oder so? Ja, ja. Ich kann es nur hier hinten sozusagen. Kannst du nicht noch ein bisschen zurücklaufen? Nee, ich bin komplett, hier ist nichts mehr. Doch, du kannst doch nach hinten, falle ich runter. Sobald ich mich bewege, falle ich runter. Locker. Meinst du? Ja. Ein Meter nach hinten. Ich schieße jetzt hier ran, okay? Dann haben wir schon mal irgendwas. Warte. Da. Oh, warte mal, vielleicht ist gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube auch, ist nicht total kacke. Tada, boah, man hat einen Riesenradius. Die Frage ist, ob der wieder hochkommt. Krank. Okay. Warte mal, wo ist jetzt das Seil überhaupt? Ich bin gerade... Ach so, da links. Okay. Man konnte von so weit weg dahin springen. Okay, warte, warte. Nein. Oh mein Gott, das ist so komisch gemacht. Ohne Scheiß. Warte, ich muss noch mal kurz mal Anlauf nehmen. Hier ist ein Pilz, aber diesen... Jetzt hab ich's. Guck mal, wo ich hier hocke. Jetzt siehst du erst, wo ich richtig hocke. Ja, Alter, richtig krank. Ey, ich könnte mir vorstellen, dass es klappt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir echt den Punkt gefunden haben. Und? Bring? Jawohl! Jawohl! Wie geil ist das denn? Jetzt ist nur eine Frage. Geil! Komm ich hier ran? Ich springe. Und schaffst du locker. Boom! Nice! Guck mal, du kannst auch wieder drehen. Hey, kann man drehen? Ja, du kannst auch wieder drehen. Du musst einfach nur zurückdrücken. Oh, wie das aussieht. Oh. Dum, 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 dum. Das ist so krank, ne? Geilo. Yes, yes. Ja. Voll gut, ne? Sogar richtig safe. Boah, ja, nicht 100% safe, aber schon sehr safe. Also bei safe. Mir war es auf jeden Fall relativ safe. Okay, und das jetzt ist kann stark. Man wahrscheinlich von hier dann oben direkt zum Wasser verlaufen, oder? Ja, müsste man eigentlich, oder? Oh Gott, bloß nicht runterfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist manchmal so komisch. Also muss man vielleicht noch einmal schießen von da aus. Oh Gott. Ihr könnt aber halt das, den Weg meinte ich gar nicht, ne? Ich meinte die Kurze weiter links. Ich weiß. Wollen wir nochmal zurückgehen? Ich weiß nicht, ich bin so neugierig, ne? Von hier? Was ist denn das hier alles? Hier waren wir doch schon mal. Sicher? Ich glaube, da gehen auch unsere Wege von ab irgendwo, oder? Gedacht. Es klingt so böse, aber das sind immer unsere Hyänen. Ja, Räuber. Ja, die machen immer die Geräusche. Ja, kann sein, dass wir mal hier waren, stimmt. Aber das oder ist das ist diese oberste Plattform, wo wir nie waren. Boah. Das ist der Weg, hier war ich mal. Das genau, ist das der meine Weg, ich. Wo ich versucht habe hochzulaufen. Das ist genau die Wurzel, die hochgeht. Aber siehst die du das? Ja die macht nah, da unten yeah. Ja so eine Kurve. Und dann bin ich auf den letzten Metern runtergeglitscht irgendwie. Ist halt echt die Frage, wie viele Schüsse hast du noch? Zwei, aber ich glaube, der andere Weg ist besser, weil da kommen wir näher ran und haben eine bessere Position zum Schießen. Aber von hier könnte man auf jeden Fall ein Seil machen, auf jeden Fall. Warte mal, ich pack dir mal mein Seil unten, mein Schuss unten rein. Ja, ich habe noch zwei. Ich habe ja nur eine. Ich weiß nicht, ob es halt die andere Wurzel besser wäre. Ja, okay, ja, weiß auch nicht. Nee, sonst nimm die andere. Ja, also man kommt auf jeden Fall hier hin, aber der Weg hier hin war ja schon nicht so geil, ne? Eben. Ich glaube, der andere Weg ist ein bisschen direkter einfach. Hier vorne geht's lang, ja. Boah, hier können halt überall Gegner sein, aber irgendwie sind ja keine. Jetzt fahren wir euch auch nichts. Langsam. Ich irgendwas zu essen mit? Du kannst irgendeine Art von Pilzen kann man essen. Ah, ich habe auch eigentlich viele Beeren dabei. Ja, oder Beeren rein pfeffern. Kannst die kann ich auch alle. Halten. Die kann ich auch alle reinballern, ja. Okay. Boah, gerade wieder ein bisschen geglitscht. Ja, das ist so gefährlich. Okay, weiter. Das ist aber der richtige Weg, oder? Wo bist du? Ja, genau. Links und dann musst du rechts. Einmal bitte links abbiegen und die erste rechts nehmen. Okay. Oh Gott, oh Gott. Hier muss irgendwo der Punkt auf sein. Oder geht's noch weiter? Du hättest da wieder rechts gemusst. Achso, da schon wieder rechts. Nee, ich meinte jetzt erstmal, wo dieser Punkt ist. Ich möchte nur immer noch mal wissen, wo wir nach Hause fahren. Achso, stimmt. Das müssen wir auch noch mal finden wieder, ne? Dass wir... Also hier muss es... Muss hier oben sein eigentlich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der alte Punkt, meinst du? Ja, der Punkt, von wo wir geschossen haben, jetzt finde ich ihn auch gerade nicht. Lass uns erstmal gucken, dass wir wieder hochkommen. Den finden wir schon irgendwie wieder. Okay, wir sollten ihn nur möglichst nah davon halt haben. Stimmt, ja. Aber ich glaube, wir haben ja nicht wirklich eine Auswahl. Wo war der denn? Der war doch hier irgendwo. Oh Gott, da unten ist ein Mega. Der hat schon Mega rum. Ich dachte gerade bei unserer Base. Ja, aber es ist gar nicht unsere Base. Ich sehe unsere Base, aber wo ist denn der Punkt? Wir sollten das, glaube ich, schon wissen. Ja. Damit wir dann auch den Weg hin und her schnell nutzen können. Nicht jedes Mal, wenn wir hier sind, diesen Weg so überlegen, weißt du? Ja, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Mal doch irgendwo hier.
Ist diese Wurzel hier hoch? Ich laufe auf jeden Fall gerade nochmal. Ich muss das hier, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, Leute. Oh, guck mal, da kann man auch noch rüber. Ah, und da kann man auch aus dem anderen Biom raus. Oh, warte mal, ich kann sein, dass ich sogar direkt rauslaufen kann. Oh, hä? Oh, pass auf, es ist Erdbeben, ne? Ja, ich bin auf einer breiten Fläche. Den und dich nicht mehr, nirgendwo. Ja, ich bin auch übelst am Rumlatschen hier. Hier war auf jeden Fall gerade ein kleines Weihnachtsschneckchen. Leute, guckt mal, man kann nämlich jetzt auch hier direkt an die andere Öffnung latschen. Oh, ich muss so übelst aufpassen mit dem... Oh Gott. Oh, Leute, zieht euch mal diesen Ausblick an. Also hier kann man auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall jetzt Zugriff, safe, habt ihr ja gesehen, von der Brücke aus auf dieses ganze Wurzelnetzwerk. Und zieht euch mal den Blick rein, Leute. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall die perfekte Anbindung an die Haupthighway, an die Autobahn, Leute. Hier kommen wir auf jeden Fall jetzt wieder in das grüne Biom, hier zum Beispiel, oder auch hinten bei uns an den Wasserfall. Es ist auf jeden Fall sehr komplex, aber ich bin mir sicher, irgendwann blicken wir hier wieder durch. Wir müssen mal kurz... Ah, oh, ich werde von namenlos angegriffen. Echt? Oh. Die spawnen hier oben drauf gespawnt, weil Licht an direkt, ne? Ja. Kriegst du alles hin? Ja, ich denke. Ich habe mich auch gerade mein Licht aus. Leute, wir versuchen auf jeden Fall uns hier nochmal ein bisschen zurechtzufinden. Ich muss hier wieder die Short-Taste belegen, keine Ahnung warum. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Wenn es euch heute gefallen hat, Leute, ich muss nochmal gerade diesen wunderschönen Blick hier oben zum Schluss der Folge nochmal erhaschen. Oh Gott, das ist mega. Zählt euch den rein, Leute. Das sieht so cool aus, Leute. Wie gesagt, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Richtig, richtig Bombe der Blick auf jeden Fall. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und morgen um 18 Uhr geht's dann wieder weiter beim DNR, Leute. Das war heute eine sehr lange Folge. Genau, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Bis dann und tschüss. Tschüss.